Ja, ich möchte da probieren noch einmal ein bisschen die, wie soll ich sagen, die vielleicht die Rutsche zu legen. Also ich glaube die Idee oder diese Hypothese hinter dem, dem, dem diesen langfristigen Hiring-Prozess, äh, um rauszufinden, um dahinter zu blicken, um rauszufinden, wie ist der, was kann der? Ich glaube die Hypothese dahinter ist, dass halt im, im beruflichen Umfeld das sehr multidimensional ist. Also nur in den seltensten oder einfachsten Fällen ist es einfach ein: Hier hast du eine Aufgabe, geh hin und mach genau das. Und in dem Umfeld, wo wir uns viel bewegen, in dieser, was, was wir den Wissensarbeiter und so nennen, geht es ja oft um, um eben komplexe Prozesse, komplexe Informationsaufnahme und die dann verwursteln in, in verschiedenste äh, Ergebnisse deiner Arbeit sozusagen. Und ich glaube, dass eben die Hypothese da ist, naja, wenn da einfach nicht viel dahinter ist von dem, wie der tut, wie sie äh, Sachen sieht, was er erlebt hat, was sie auf der Uni getan hat, dann kann da einfach dahinter nicht viel sein. Und das ist dann ein Hinweis darauf, dass das niemand ist, den du einstellen möchtest. Also, so wie du es erwähnt hast, ja, also wenn niemand irgendwie vernünftig erklären kann, was er auf der Uni gern gemacht hat, dann, dann das, das wirft halt Fragen auf. Er sagt nicht, dass er seinen Job vielleicht nicht gut macht, aber er stellt einfach die Frage, wieso hat jemand. Keine irgendwie Meinung, die er halbwegs vernünftig kundtun kann, über ein total lebensentscheidendes Ereignis wie seine Universitätsausbildung. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt dahinter.